Recht herzlich willkommen zur 9. Folge von Grand Ages Medieval. Ja, wir sind hier unterwegs mit der Kaserne, die hier gebaut werden muss. Und ja, da machen wir mal gerade schneller. Wir haben gar nicht die Zeit wieder laufen lassen. Ja, da müssen wir gucken, dass das hier klappt, ne? Hier die schicken Häuslein. Gutsherr bin ich jetzt. Okay, was heißt das? Maximale Anzahl Truppen, 2 von plus 3 und Entwicklungspunkte 1 plus 3. Keine Ahnung, was es heißt. Da ist ein bisschen schneller vorangegangen. Spielweise brauchen wir nicht. Immer noch Kaserne anbauen. Da fliegen eigentlich Wildgänse durch die Gegend. Aber was denn das? Kann man das auch so? Ne, kann man keine Zwischenstufe. Schade. Okay. Was macht die Kaserne? Etwas mehr wie die Hälfte. Ja, hier unten ist unsere Stadt. Ich glaube, diese Klästchen werden jetzt größer. Der Handel stärkt sich oder so. Hm? Ja, Arbeiter fehlen da immer noch. Auch jetzt schon hier oder was? Ja. Und was heißt das? Bauwaren fehlen auch. Okay. Was wollten wir denn hier machen? Großes Kontor. Dann weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das haben mussten oder ob ich mich verklickt habe. Aber egal. Gut, 60-65% würde ich mal schätzen. Zwei Drittel. Ja, gut. Truppen. Ne, das ist ein Händler, der da läuft. Hier ist so große weiße Streifen. Heißt das ganz viel Handel? Ich schätze mal, ne? Hier ist kleiner Streifen. Da ist es 80%. Dann werden wir es gleich geschafft haben, ne? Schade, dass man nicht irgendwie während des Laubens sehen kann, ne? Überproduktion. Ja, warten, ne? Was anderes geht nicht. So, da ist durch. Nochmal einfach. So, mal gucken, ob man hier eine Kaserne sehen kann. Momentan kannst du nur einfache Truppen ausbilden, die zudem noch ziemlich viele Soldaten enthalten und daher entsprechend hohe Unterhaltskosten haben. Mhm. Mit der Zeit kannst du jedoch effektivere Truppen erstellen. Gut. Ja, bilden wir eine aus, ne? Gut. Bilanz. Ja, Händler ist da. Mein Imperium, da ist die Bilanz. Wir haben 6222 Kröten. Ladekapazität vom Helden, ja, auch schön, aber also eine Bilanz sollte eigentlich hier irgendwie so ein Strich drunter sein, oder? Wo passiver und aktiver oder so, ne? Soll und haben und so sind. Na dann. Jetzt fehlen Rekruten. Da könnte ich es abbrechen. Überproduktion. Und drei Standorten. Ja, müssen wir vielleicht warten, bis da irgendwelche Leute kommen oder was? Das ist die Kaserne, ja. Hundert Arbeitskräfte, ich habe gar keine.
Tja. Ist die Frage, was wir da machen können, ne? Aber eigentlich wieder nix, ne? Null. Dafür den Bauwagen. Aber nicht schlimm. Was sollen wir denn da machen, dass da das sich ändert? Kann ich nix. Keine Ahnung wie. Müssen wir warten oder was? Die ist zwei große Stadt. Die gar nichts. Habe ich auch noch nicht entdeckt wahrscheinlich. Aha. Vom Gefecht. Wisse, Feldherr, dass du führen und nicht kämpfen sollst. Denn wie dereinst dein Reich, soll deine Streitmacht eines Tages riesig sein. Doch du, ein Mensch, kannst niemals jeden Schwerthieb selber führen. Lass darum Krieger Kriegerhandwerk tun, derweil du einzig Weg und Ziel für sie bestimmst. Super. So, jetzt die Truppe da runterbringen. Und, ja, da steht, was die macht, ne? Da sollen wir hin? Ja. Man geht ja recht flott, ne? Kein Ding. Habe ich gemacht. Werter Leon, meine Späher haben mehr über die normannischen Söldner herausgefunden. Sie lagern südlich eurer neuen Stadt. Ein Adliger scheint sie angeheuert zu haben. Womöglich einer eurer Neider bei Hofe. Findet diese Söldner. Verfahrt mit ihnen so konsequent, wie es euer Vater getan hätte. Mhm. Und bringt mir den Namen dieser Intriganten. Gut, dann sollen wir jetzt die Truppen suchen. Muss das sein? Ja. Muss das sein? Da muss ich hin, alles klar. War noch vorgegeben, brauchst gar nicht suchen, muss einfach nur hinlaufen. Unsere Truppe geht ja schneller kaputt, wa? Ob wir die überhaupt noch schaffen? Sieht nicht gut aus. Das wird knapp. Tja, gleich sind wir im Hintertreffen sogar. Jetzt haben die uns leer aufgerieben, du glaubst es doch nicht, oder? Ich glaube, wir haben verloren. Ja, das bedeutet, ne? Wir müssen nochmal welche ausbilden, ne? Ich weiß nicht, ob wir das können, aber anders geht's ja nicht. Und da haben wir wieder keine Rekruten, ne? Die fehlen wieder. Ist ja richtig genial, oder? Vielleicht hätte ich da defensiv oder offensiv vorgehen müssen, damit das klappt.
Krieg die Speer noch an Hals. Fast da. Aber ich glaube, die kann ich mit dem Kai auch nichts machen, oder doch? Sollen wir das mal probieren? Oh, ist nur ein Speer. Speer sind keine Angriffstruppen, also weg. Westlich von Thessaloniki wurde eine Gruppe Normannen aufgespürt und vertrieben. Im Verhör behauptet ein Gefangener Ungeheuerliches. Seine Truppe sei von Barnas, dem Grafen von Odessa, bezahlt worden, um in der Gegend um Thessaloniki Raubzüge durchzuführen. Sollte sich dies als wahr erweisen, so bedeutet es zwei Dinge. Zum einen plant der Bruder des Patriarchen eine Intrige, bei der es nur um den Kaisertod gehen kann. Zum anderen muss die Grenze zu den Normannen gesichert werden. Noch am gleichen Tag wird ein Bote entsandt, um die Kaiserin zu warnen. Vom Preis des Krieges. Ein jeder Sieg ist zu bezahlen und meistens mit dem Leben guter Männer. Jeder, der für dich gefallen, soll betrauert sein. Doch wird kein Krieg so lange warten, bis du seiner Gräuel begegnen kannst. Drum zögere nicht, in den Kasernen neues Waffenvolk zu werben. Du brauchst jeden deiner Trupps in voller Zahl. So was. Ja, das ist jetzt klar, dass ich meine Truppen zurückschicke zur Kaserne, dann werden sie wieder aufgefüllt. Ja, gut, das ist erledigt. Hier haben wir aber verloren eben. Wir sind aber schon wieder am Neue basteln. Alle Truppen verstärken. Ja. Die Anschuldigungen gegen Barnas erreichen Konstantinopel und schlagen hohe Wellen. Jedoch völlig anders als erhofft. Durch geschickte Winkelzüge ist es dem Intriganten gelungen, den Senat zu täuschen. Barnas stellt sich selbst als Opfer einer Intrige dar. Es sei Leon Vassellios, der nach dem Kaiserthron giere. Er habe auch Kaiser Konstantin töten lassen. Zudem wird ihm ein Verhältnis mit der Kaiserin unterstellt. Unter diesen Anschuldigungen ist auch Eudokias Einspruch wirkungslos geworden. Nur wenige Senatoren fragen nach dem eigentlichen Grund für Barnas Hetze. Und so geschieht es. Der Senat verurteilt Leon Vassellios in Abwesenheit zum Tode. Werter Leon, es ist ungeheuerlich, was sich derzeit im Senat abspielt. Ich verstehe nicht, warum Barnas so versessen darauf ist, euch zu schaden. Bis sich die Lage beruhigt hat, solltet ihr Konstantinopel meiden und eure Städte weiter befestigen. Leider muss ich auch meinen Besuch in Sofia absagen. Doch sorgt euch nicht, Leon, denn ich stehe auf eurer Seite. Okay. So, wir sollen eine dritte Stadt machen, steht hier. 4000 Einwohner brauchen wir. Ja, größere Städte haben viele Vorteile, ist auch klar. Belagerung halt, ne? Sichtradius wird größer, ist auch klar. Ja, und dann wird auch das Umfeld besser benutzt. Ja, können wir noch andere Sachen produzieren. Ja, gut, und wir werden ja irgendwo wahrscheinlich wieder... den stellen wir mal auf den Pass. Oder in die Stadt hin, da muss da bestimmt wieder irgendwie so ein... 2, 3 Stämme insgesamt, 2600, 4001. Ach so, insgesamt, alles klar. Jetzt die Frage, wo das hin soll, ne? Tja. Ach, wir haben ja keine. Okay, da müssen wir erst noch warten, bis wir vielleicht die Dingens kriegen, ne? Bautrupp in Sofia. Ist das noch nicht erforscht? Ja, unsere Handelsrouten, ne? Städte haben wir hier auch. Ist das auch ein Überschuss jetzt? Und da fehlen aber auch noch Baustoffe, ne? Ja, okay. Gucken wir gerade, glaube ich, nur noch rüber, oder? Ach, die Landwehr ist schon fertig. Ist ja cool. Tatsächlich. Ja, mir kommt es vor, als ob wir die besser hier unten hinstellen würden. Ja, machen wir mal.
Gut, sollen wir noch was weitermachen? Ich glaube, wir machen erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.